Die wissen, dass er die Partei ist, die am stärksten dafür angetreten hat, an der Vergangenheit noch hat, für das an wichtigen Frauen völlig über den Weg vom Referendum kann um seine Meinung gefordert gehen. Wir meinen, dass die Problematik, ob es soll an dem Land einen öffentlichen Transport geben, den lang über den Zug geht und über den Bus, oder ob es soll über den Weg von einem Zug, Bus und Tram-System gehen, dass das eine ganz wichtige Frage ist, die alle Gäste, die Bürger interessiert, die irgendwie um öffentlichen Transport interessiert sind. Und dafür meinen wir, dass man soll also auch ein Debatt darüber in der Bürger stattfinden. Wir meinen, dass die letzte Wahlkampagne schon gemerkt hat, dass ganz viele Bürger gemerkt haben, dass sich ein Problem stellt, ob es soll ein Citytunnel oder ein Tram durch die Stadt feiern, ob sie sollen über den Weg vom Zug oder vom Tram von den Nobisch-Gemengen oder von den als Frontalien an die Stadt kommen und ins Trick gehen. Das haben viele Leute hier gesehen, dass das eine Problematik ist, die sie interessiert und gesagt haben, da, wo so Enquäten gemerkt sind, ob die Mengen oder die Männer im Internet sind, dass das ganz viel Bürger interessiert hat, die zu Tausenden und so Enquäten partizipiert haben. Wir meinen, dass ein Objektivdebatt muss gefordert gehen. Dafür müssen alle Elemente auf den Tisch kommen, die technisch und die finanziell, und muss eine Etude komparativ zur Verfügung gestellt werden, die Bürger, wo all die finanziell und technisch Donnerungen zur Debatte stehen. Bislang ist das schon nur gemerkt für den Tram. Wir wissen, dass die Etude bislang wenn in der Stadt an Städter gemengt zusammenrechnen, 11 bis 12 Millionen Euro kostet, das ist also nicht nichts, und das noch nicht dezidiert. Aber wir meinen auch, dass ein Teil von den Etüden natürlich auch gebraucht werden für den RER-City-Tunnel, und das müssen pour andere Donne natürlich auch von independenten Experten etabliert werden, für das alle Diskussionen, alle die ganze Diskussion und das ganze Referendum kann an objektiven Konditionen erfolgen. Die Proposition de loi, die den Jean-Guy Fenkes nächste Woche deposiert, das ist nicht die größte, mit das aber eine Proposition de loi, die für unsere Meinung nach ganz wichtig ist, die Basisdemokratie soll heute Lützburg stärken, weil wir einfach der Meinung sind, dass das tut und eigentlich froh ist, wo es wichtig ist, dass die Population sich darüber entscheidet, ob die Allgemeinheit so eine große Investition soll finanzieren, auch wann sie die finanzieren, doch was sie soll finanzieren. Das wird schon tief gesagt, dass ein Jahrhundertinvestition als Eisenbahnnetz, das hört nur 100 Jahre, und das heißt, dass so eine Investition, und das ist eine Investition, die auch nicht kurzfristig finanziert werden kann, wo sicherlich die nächsten Generationen werden daran partizipieren. Wir sehen auch an dieser Phase, dass wir nicht eine Diskussion auch hier am Kader von der Proposition de loi für den Tram gegen den City-Tunnel oder für den City-Tunnel gegen den Tram führen. In dieser Phase geht es darum, zu argumentieren, dass es wichtig ist, dass ein Referendum gemäht wird, wo die Leute können frei darüber dezidieren. Und am Kader von dem Referendum, also klar, dass die einen und die anderen sich positionieren, die einen eben Argumente für den Tram bringen und die anderen Argumente für den City-Tunnel bringen. Und in dieser Phase, da sieht man doch, wenn der Kommentar liest, wo einen objektiven Historik gemäht, ohne an dieser Proposition war, Position für das eine oder für das andere zu besitzen. Das ist ein Objekt von der Proposition war, ein Objekt, als für ein Referendum zu kriegen. Und das ist auch wichtig, dass das ein nationales Referendum gibt, das ist, dass verschiedene Leute auch so, dass wir ein Referendum nicht von der Stadt Lützburg machen. Und wir sind der Meinung, dass das heute kein
Proposition als die Landstadt Lützeburg bereiert. Das ist eine Lösung, die das ganze Land, und nicht das ganze Land, gibt sogar so eine Großregion bereiert, weil die Verkehrsproblematik limitiert sich nicht auf die Stadt Lützeburg, sie limitiert sich als über das ganze Land, respektive an die Großregion. Und dafür so mir das nicht unter Städten gemengt. Für längst diese Idee, was da mal geschieht. Es kann nicht der Staat der Gemeinde sein, die sagt, wir bauen einen Tram. Die Allgemeinheit muss es bezahlen und die Allgemeinheit muss auch können davon profitieren. Und dafür somit muss ein nationales Referendum gehen, von allen die Leute, die an den Wählerlisten von der Gemeinde angeschrieben sind, können darauf partizipieren. Es geht hier nicht um den Souveränitätsfroh. Dafür sind wir auch der Meinung, dass das nicht Lützeburg, die an der Gemeinde viele Leute angeschrieben, sie können darin partizipieren. An die Leute, die darin interessiert sind, wie dann die Population von der Stadt Lützeburg zu der Frage steht, die gehen das ja auch in einem nationalen Referendum gewohnt, weil die Gemeinde Lützeburg hat ja dann ein Wahlbüro und da kriegen die dann auch ein Resultat, wie die Meinung von der Stadt. Also das also nicht, wenn wir ein nationales machen, dass dann dat rengt niveau gemeng Lützeburg verloor gif go nee, do kriden auch dat präzise raus. Am hun dann auch an eiser Proposition lang gemitte, dass auch dat, wie in dat an der Schweiz zum Beispiel bei den Referendumen begeht, dat die zwei Organisationen, die sich bilden für so Referendum, die noch dann Trash kriegen und die noch dann Kriterien müssen entsprechen, dat dann die zwei selbst Finanzen zur Verfügung gestellt kriegen vom Staat, für eine Wahlkampagne zu machen oder für eben hier Ideen dem Wähler vorzubringen, für das es wirklich eine ausgeglichene, eine objektive Informationskampagne ist. Und die Regierung hält sich am Prinzip aus der Kampagne heraus. Das stellen selbstverständlich alle Personen, auch alle Politiker freigestellt, sich an einer Diskussion, an einem Referendum anzumischen. Mit kann nicht sehen, wie da zum Beispiel beim Verfassungstreting war, dass die Regierung massiv zu an eine einseitige Kampagne investiert, dafür so mir, hier sollen die zwei Organisationen, die zwei Movemente, die sollen gleich zusammen kriegen, für hier Kampagnen zu machen, aber die Regierung als solch mischt kein Reklam oder kein Propaganda für das eine oder für das, dass dann Politiker oder die Parteien freigestellt, Positionen zu beziehen dafür, oder gehen das ein, oder gehen das dann, oder für das ein, oder für das dann nicht. Aber die Regierung soll sich aus der Kampagne heraushalten. Wir sind der Meinung, dass dann auch über so ein wichtiges Sujet eine nationale Diskussion durch ein Referendum kriegt, dann müssen Leute sich quasi dafür interessieren, weil sie müssen ja zu dem einen oder ja zu dem anderen sind. Dafür gibt Leute dann auch obligiert, sich an eine Diskussion anzufeiern, an sich eine Meinung zu machen. Und das schenkt uns einen wichtigen Teil für mehr Basisdemokratie hier zu Lützeburg durchzusetzen zu sehen.